Na. Könnte das letzte Ding denn sein? Sich ja ganz dämlich versteckt. Na, hier war ich gerade drin. Ah, da können wir hoch. Ah, da sind wir auch schon. Und dann mal das letzte. Oh, sauber, mehr Orbs. Oh, kennen wir mal diesen riesigen Kristall. Oh yeah, das gibt massig Dinger. 16.513 haben wir jetzt. Okay, vorsichtig. Jawohl. Die haben wir auch noch allein gesammelt. Dann mal runter. Und hier rein. Wow. Sieht super lebendig aus. Aber man muss schon sagen, die haben die Grafik ordentlich aufgebaut im Gegensatz zum ersten und zweiten. Aha, hätte ich fast übersehen. Da können wir noch Sachen kaufen. Bin aber eigentlich zufrieden mit allem. Gehen wir einfach mal weiter. Ich habe sogar noch Sachen zum Heilen. Und rein. Herzen des Leviathans. Ein Organ windet sich auf der anderen Seite der Membran. Sie kommen jetzt nicht näher heran. Okay, hier ist irgendwie so eine Wand doch davor. Okay. Wir sind im Darm. Oh, oh shit, und dann das Darmmonster. Gott. Los, weg hier. Das Darmmonster ist scheiße und Dante. Wow, hier durch. Puh. Immer noch im Darm. Oh, Viecher Mau hier drin. Break down. Oh yeah. Oh, nicht mit mir. Machen wir alle fertig. Sehr schön. Weiße Kugel. Ja, Teufelsenergie für mich. Mein Gott, ne. Wenn wir hier im Darm sind, ist das aber ganz schön leer. Ich dachte, wir würden hier so ein bisschen durch Scheiße laufen. Oh, das hört sich nicht gesund an. Oh, spring! Ah. Meine Güte! Ehrlich gesagt, meine Teufelsenergie hier nicht verschwenden. Showtime! Ah. Trickster ist cool, da kann man allen Sachen wunderbar ausweichen. Ah, hier kommen aber immer mehr. Okay, irgendwas haben wir hier bewirkt. Viecher sind nur verschwunden. Was haben wir hier? Ignis Fatus. Okay. Seelen, die wegen ihres Neides in die Hölle geschickt wurden. Leviathan ernährt sich davon. Die Tür ist offen. Genau, wir lösen bestimmte Rätsel im Darm des Leviathans. Und es öffnen sich irgendwelche, keine Ahnung, Arterien. Ich meine, wenn wir dadurch laufen können. Mein Gott, ist das ja dunkel. Das Vieh ist ja schließlich riesig.
ich fast übersehen. Schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Oh. Na, ich stelle mir mal vor dem Ding. So. Bam. Nee, das will ich eigentlich gar nicht machen. Nee, das will ich auch nicht machen. Warum macht er nicht diese komische Sprungattacke? Genau die. Da kann ich ihn nur im Lauf machen. Okay. Alright. Oh, komm schon. Ach komm, ich war so nah dran. Es kann doch nicht wahr sein, ich bin wirklich super nah dran. Komm. Jawohl! Geht doch. Und wir haben eine blaue Kugel. Das hat sich gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Muss ich mich sogar kurz ein bisschen konzentrieren, damit ich es hinkriege. Darm des Leviathans, immer noch. Oh, da haben wir das Viech. Das ist die Scheiße vom Leviathan. Oh, fuck. Ich weiß nicht, wie wir dem Viech ausweichen sollen. Uah. Hier rein. Jetzt sind wir im Magen. Fahren wir auch schon mal direkt hier runter. Bam! Einfach runtergeschubst. Die versuchen da verzweifelt hochzukommen. Ah, wir sind wieder hier. Oh, fuck. Und da bläst auf und wird von dem Viech getroffen. Uah. Zack. Energie, Energie, Energie. Ah, will natürlich nicht verpassen. Wie erlernt sich das von dieser Magensäure? Okay. Wir sind, glaube ich, gerade von dieser Tür da oben rausgekommen, die vorher versperrt war. Das sind quasi einmal im Kreis gelaufen. Ja, genau durch diese Tür kamen wir. So. Die ist versperrt. Hm. Ja, nochmal hier rein müssen wir doch, glaube ich, nicht, oder? Ah, doch, klar. Wir müssen dieses Ding da jetzt, glaube ich, hinbringen. Die Kamera ist gerade ein bisschen verwirrend. So. Okay, jetzt geradeaus. Jetzt laufen wir natürlich immer wieder schön in die Brühe rein. So dunkel das hier ist. Wer hat das Licht im Darm ausgemacht? Können wir da Sachen kaufen? Da ist eine Membran vor. Hier setzen wir das Ding ein. Jetzt haben wir freien Zugriff. Das sind sogar drei Bosse, ich werde nicht mehr. Na gut, nicht unbedingt drei Bosse. Ich bin nur ein Viecher vom Hals halten.
Na boah. Und zu dir. Oh mein Gott, ich hoffe, dass da nicht irgendwelche größeren Viecher gleich rauskommen. Oh, das Vieh ist wieder da? Okay. Mit garantiert eine bestimmte Reihenfolge. Jetzt muss man das Ding vor. Geht gar nicht, okay. Dann müssen wir eins von diesen Viechern erledigen, damit wir das Ding in der Mitte angreifen können. Klingt logisch. Greift das Vieh auch noch an? Ja. Jawohl. Alles klar. Na, machst du offen? Aber sowas von. Und wieder dicht. Oh oh. Wow! Genau. Ja, okay, muss mich heilen. Das ist krass. Ich hab mal null Ahnung, wie ich diesem Ding ausweichen soll. Oh, das Viech müsste aber schnell schlagen. Ah, machst du offen? Oh, oh, oh. Von wegen offen. Ah, da muss doch. Zack. Oh fuck! Ist den Schaden gefressen. Kurz den Dingern ausweichen. Müssen gleich verschwinden. Jawohl. Wieder auf dem Viech rumkloppen. Das frisst mehr Schaden. Oh. Jawohl. Mal vorsichtig. Doppelsprung FTW. Jawohl, frisst den Schaden. Oh, spring. Boah, verdammt. Ah, muss ich wieder so einen Mistteil nehmen. Der Strahl hat mir zu viel Schaden gemacht. Den nächsten würde ich nicht überleben. So viel zu viel Lebenssteine. Oh. Alles klar. Und wieder aufpöllen. Na voll, komm, geht drauf. Oh, so ein bisschen. Jawohl. Wenn ich mir Energie geben würde, das ist auch nicht schlecht. Das ist am sichersten, finde ich. Na gut, nicht wirklich. Alles klar. Nein! Oh mein Gott. Ja, voll. Ich wollte jetzt nicht unbedingt noch einen Stern nehmen. People once cried out in fear of this tower. Timonik grew. A foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage. Agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces.